Herzlich willkommen zum zweiten Video zu dieser Vorlesung Römisches Privatrecht online im Sommersemester 2020. Das erste Video war ja nur ein bisschen Werbung und auch heute geht es noch nicht so richtig los, denn es ist ja erst Samstag und der Vorlesungsbeginn ist am Montag, den 6. April. Heute möchte ich nur auf ein paar Punkte hinweisen für diejenigen, die schon Lust haben, sich ein bisschen vorzubereiten und vielleicht ein paar Dinge sich anzuschauen. Ich habe als erste Arbeitsunterlage auf dem StudIP-Server der Universität Trier eine kleine Zeittafel zur europäischen Rechtsgeschichte eingestellt. Wenn jemand dieser Vorlesung auf YouTube folgen möchte und keinen Zugriff auf die Unterlagen hat, sende ich die auch gerne zu. Schreiben Sie mir dann einfach eine E-Mail an ruefner@uni-trier.de. Sie können mir auch gerne Fragen stellen. Die Veranstaltung ist offen für jeden, der sie anschauen möchte. Einen Schein kann ich wohl nur denjenigen geben, die zum Scheinerwerb an der Uni Trier berechtigt sind, also eingeschriebenen Studierenden, auch Erasmus-Studierenden, auch denen, die als Freemover in der Großregion folgen. Also, für alle habe ich als erste Arbeitsunterlage diese kleine Zeittafel zur europäischen Rechtsgeschichte vorbereitet und in diesem kurzen Video möchte ich auf die wichtigsten Punkte hinweisen, auf die Punkte aus der langen europäischen Rechtsgeschichte, die in dieser Vorlesung über das römische Privatrecht eine Rolle spielen. In der Vorlesung sprechen wir über das Privatrecht der klassischen Zeit. Das sind knapp 300 Jahre in der Antike. Das Ganze hat aber deswegen Bedeutung, dieses römische Privatrecht, weil es in den folgenden Epochen eine wichtige Rolle gespielt hat. Das sollte man im Hinterkopf haben, das sollte man verstehen, wenn man der Vorlesung folgen will. Darum heute, bevor es richtig losgeht, ein Blick auf diese europäische Rechtsgeschichte im Ganzen. Wir haben damit, wenn wir anfangen mit dem Anfang des antiken römischen Rechts bis heute, etwa 2.500 Jahre abzudecken. Das Video soll nicht lang werden. Wir versuchen also 2.500 Jahre Rechtsgeschichte in, sagen wir mal, 2 bis 5 Minuten zu erklären. Wir fangen an mit dem Jahr 753 vor Christus, dem mythischen Gründungsdatum der Stadt Rom, lassen die ersten Jahrhunderte schnell an uns vorbeifliegen, nehmen nur im Vorbeigehen Notiz von der ersten großen Gesetzgebung des römischen Staates im Jahr 450 vor Christus und machen Halt erst kurz vor Christi Geburt. Diese Zeit ist eine wichtige Umbruchzeit. Nach dem Tod des Julius Caesar und dem Bürgerkrieg, der darauf folgte, übernahm Octavianus Augustus die Herrschaft und machte aus der römischen Republik eine Monarchie, den sogenannten Prinzipat. Diese Zeit des Prinzipats, die beginnt mit der Übernahme der Herrschaft durch Augustus, etwa 27 vor Christus, ist zugleich die höchste Blütephase des römischen Rechts, vor allem des römischen Privatrechts, und sie wird im Mittelpunkt dieser Vorlesung stehen. Wir werden also, wenn wir vom römischen Privatrecht sprechen, das Recht dieser Zeit ab 27 vor Christus behandeln. Die Blütezeit dauerte etwa so lange wie auch die Blütezeit des Prinzipats. Im 3. Jahrhundert nach Christus geriet das Römische Reich in eine Krise und etwa mit dem Tod des Kaisers Severus Alexander endet auch die juristische Klassik. Einer der letzten großen juristischen Schriftsteller ist der berühmte Jurist Julius Paulus, der bald nach Severus Alexander gestorben sein muss. Und damit bricht ziemlich plötzlich die Zeit ab, in der es eine große Zahl von juristischen Schriftstellern gab, wo Kommentare, Lehrbücher, Fallsammlungen entstanden sind. In der Folgezeit ist das ganz plötzlich zu Ende und deswegen ist zugleich auch die Zeit zu Ende, von der wir sehr genau über das Recht Bescheid wissen, aus den vielen Schriften, die entstanden sind. Über die Folgezeit wissen wir sehr viel weniger. Die nächsten Jahrhunderte müssen wir wieder schnell an uns vorbeiziehen lassen, obwohl das dramatische Zeiten waren. Sie brachten die Zulassung des Christentums im Römischen Reich, die Teilung des Reiches in eine West- und eine Osthälfte und schließlich den Untergang des Weströmischen Reiches. Wir machen erst wieder Halt bei Kaiser Justinian, der im Jahr 527 nach Christus Kaiser des Oströmischen Reiches wurde. Das Weströmische Reich gab es ja schon nicht mehr. Aber das Oströmische Reich mit der Hauptstadt Konstantinopel, heute Istanbul,
das existierte noch. Dort wurde Justinian Kaiser und es gelang ihm, einen großen Teil der verlorenen Gebiete im Westen zurückzuerobern und für kurze Zeit noch einmal das alte römische Reich unter seiner Herrschaft wiederherzustellen. Für uns ist er besonders wichtig, weil er außerdem die Idee hatte, auch das römische Recht wiederherzustellen, wieder zu der glänzenden Zeit der Klassik zurückzukommen. Zu diesem Zweck ließ er Auszüge aus den Schriften der Juristen der klassischen Zeit sammeln und sie in einem großen Werk den Digesten zusammenstellen. Es wurden also kleine Auszüge aus den Kommentaren, aus den Lehrbüchern, aus den Fallsammlungen der klassischen Juristen gesammelt. Die waren damals schon 300 Jahre alt und weitgehend vergessen. Justinian ließ dieses Material sammeln, veröffentlichte es neu und versah diese Sammlung mit Gesetzeskraft. Man könnte sagen, das ist das, wovon jeder Rechtsprofessor träumt, dass Auszüge aus seinen Werken vom Gesetzgeber sozusagen zum Gesetz gemacht werden. Daneben ließ Justinian auch die Gesetze seiner Vorgänger sammeln. Im Kodex wurde die Kaisergesetzgebung von den römischen Kaisern bis zu Justinian selbst gesammelt und er ließ ein großes Anfängerlehrbuch veröffentlichen, als amtliches Lehrbuch, nachdem der Unterricht zu erteilen war und das die Studenten des Rechts mit der neuen Rechtsordnung nach den Reformen Justinians vertraut machen sollte. Justinian war auch, nachdem er im Kodex die Kaisergesetze gesammelt hatte, noch selber als Gesetzgeber tätig. Seine späteren Gesetze sind die sogenannten Novellen. Diese Sammlungen des Justinian sind für uns deswegen so besonders wichtig, weil vom römischen Recht sonst nicht viel erhalten ist. Wir kennen die Werke der klassischen Juristen, also das, was im Mittelpunkt dieser Vorlesung stehen wird, fast nur aus Justinians Sammlungen. Wir müssen uns jetzt sehr beeilen, lassen viele Jahrhunderte vorbeifliegen. Es sind allerdings die sogenannten dunklen Jahrhunderte der Völkerwanderungszeit und des frühen Mittelalters. Und wir machen erst im hohen Mittelalter wieder Halt im Jahr 1070. Kurz davor haben die Normannen England erobert. Das interessiert uns für die Rechtsgeschichte weniger als die Tatsache, dass in Italien zu dieser Zeit ein Exemplar der Digesten Justinians wieder aufgefunden wurde. Das Buch und die ganze Sammlung und das römische Recht waren in Italien und in Westeuropa bald nach dem Ende der Herrschaft Justinians völlig in Vergessenheit geraten. Und jetzt wurde eben eine Handschrift der Digesten wieder aufgefunden. Sie war vermutlich die ganze Zeit da. Man weiß nicht genau, wo sie gelegen hat, aber es hat sich niemand für sie interessiert. Jetzt findet man sie und beginnt sich damit zu beschäftigen. Und das ist ein sehr wichtiges Ereignis. Das ist der Beginn der europäischen Rechtswissenschaft. Man beschäftigt sich wieder mit diesen römischen Rechtstexten. Man findet darin viele brauchbare Ansätze. Man findet darin ein juristisches Denken, das geeignet ist, komplizierte juristische Probleme zu lösen. Das kommt in dieser Zeit gut an, denn es ist eine Zeit, in der sich auch die Wirtschaft weiterentwickelt, in der das Leben komplizierter wird. Es beschäftigen sich also Gelehrte in Italien wieder mit dem römischen Recht. Das passiert zuerst in Bologna. Dort entsteht aus dieser Beschäftigung mit den antiken Rechtstexten eine der ersten abendländischen Universitäten. Es kommen von überall her Studenten nach Bologna, um das römische Recht zu lernen. Es werden juristische Vorlesungen gehalten. Und die Studenten, die in Bologna römisches Recht lernen, bringen das, was sie gelernt haben, überall nach Europa. Und damit breitet sich das römische Recht in Europa aus. Es wird also dieses alte Recht in der Form, wie es Justinian hat aufzeichnen lassen, wieder geltendes Recht. Die Studenten wenden das, was sie an der Uni gelernt haben, an und allmählich dringt in ganz Europa dieses römische Recht in die juristische Praxis vor. Das ist ein welthistorischer Vorgang, den man bis heute zu verstehen versucht, wie es sein kann, dass ein altes, längst vergessenes Recht erst nur studiert wird und dann in der Praxis wieder angewendet wird. Wie das genau passiert ist, versuchen wir in der Vorlesung Privatrechtsgeschichte der Neuzeit näher zu erklären. Hier soll genügen, das antike römische Recht, das justinianische Recht, eigentlich aber das klassische Recht, denn das hatte Justinian gesammelt, wird wieder studiert und wird praktisch angewendet. Und das geschieht zuerst in Italien, später in ganz Europa, insbesondere auch in Deutschland. In Deutschland war es
unter anderem die Gründung des Reichskammergerichts im Jahr 1495 als neues oberstes Reichsgericht, die für die Verbreitung des römischen Rechts gesorgt hat. Denn am Reichskammergericht mussten als Richter Personen tätig sein, die das römische Recht an einer Universität gelernt hatten. So hat sich etwas später als in Italien auch in Deutschland das römische Recht wieder als geltendes Recht durchgesetzt und dabei ist es in Deutschland besonders lange geblieben. In Frankreich trat im Jahr 1804 der Code Civil in Kraft. In Deutschland gab es im 19. Jahrhundert ja keinen einheitlichen Staat, deswegen wurde auch kein nationales Gesetzbuch geschaffen und der berühmte Jurist Friedrich Karl von Savigny argumentierte auch, dass es ganz gut sei, dass man in Deutschland nicht die Gelegenheit habe, ein neues nationales Gesetzbuch in der eigenen Sprache zu schreiben, dass es viel besser sei, die Geschichte des Rechts zu erforschen und das Recht organisch weiterzuentwickeln, so wie es historisch gewachsen war. Und das hieß für Savigny auf der Basis des römischen Rechts. In Deutschland gab es deswegen im 19. Jahrhundert kein nationales Gesetzbuch, sondern eine Rückbesinnung auf das römische Recht, eine intensive Auseinandersetzung mit dem römischen Recht und den Versuch, das römische Recht anzupassen an die Erfordernisse der neuen Zeit. Erst mit der Reichsgründung des Jahres 1871 war auch in Deutschland die Möglichkeit gegeben, ein neues nationales Gesetzbuch zu machen. Man tat das aber auf der Grundlage dessen, was man im Gefolge der Lehren Savignys im 19. Jahrhundert erarbeitet hatte, also auf der Grundlage der Auslegung des römischen Privatrechts, wie sie im 19. Jahrhundert in Deutschland gelehrt worden war. Und man hat deswegen gesagt, das bürgerliche Gesetzbuch, das dann am 01.01.1900 in Kraft trat, sei nichts anderes als ein in Paragraphen gegossenes Lehrbuch des römischen Rechts. Und noch die NSDAP hatte im 20. Jahrhundert die Vorstellung, in Deutschland gelte römisches Recht, nämlich in Gestalt des BGB, und hat die Abschaffung dieses römischen Rechts gefordert. Wir sind damit am Ende dieses schnellen Durchgangs durch die deutsche und europäische Rechtsgeschichte. Er hat etwas länger gedauert, als ich ursprünglich angekündigt hatte. Er sollte aber gezeigt haben, warum es so wichtig ist, sich mit dem römischen Recht zu befassen. Es hat die ganze europäische Rechtskultur seit dem Mittelalter geprägt. Es war vorbildlich für alle späteren Rechtssetzungen und Rechtsbildungen und es hat einen ganz besonders starken Einfluss auf das BGB. Praktisch jeder Paragraph des BGB lässt sich auf einen römischen Rechtstext, der in Justinians Digesten überliefert ist, zurückführen. Das werden wir uns von Montag an genauer ansehen.